Hi Leute, herzlich willkommen zu meinem ersten Video. Ich bin Cap Kobe. Heute bauen wir ein ewiges Terrarium. Los geht's! Beginnen tun wir das Ganze mit ein wenig Walderde, Steine, Moos, Stöcke. Man kann natürlich alles reintun, was man möchte. Ich wollte jetzt erstmal relativ einfach anfangen und ein solides Layout machen, wo ich mit den Steinen so einen kleinen Aufbau mache, damit ich eine Tiefenwirkung erzeugen kann. Angefangen habe ich damit, schwarzen Kies unten reinzufüllen. Den habe ich dann mit einer Pinzette eben gemacht. Anschließend kommt Waldboden drauf, erstmal eine schmale Schicht, damit ich gucken kann, wie ich mit meinen Steinen komme, die ich dort plane einzubringen. So einen Zentimeter oder so habe ich erstmal reingetan, das sollte für den Anfang erstmal reichen. Dann habe ich direkt angefangen mit den Steinen. Ich wollte in der Mitte erstmal einen großen Stein machen, um eine Tiefenwirkung zu erzeugen. Ziel ist aber erstmal irgendwie eine Mauer zu erzeugen mit den Steinen. Das ist gar nicht so einfach, wenn man sie nicht festklebt oder sonst irgendwie befestigt. Vorne soll ja letztendlich Moos sein und dahinter soll so ein kleiner Mooswald sein. Ja, der hat nicht so gut gepasst. Der passt besser. So. Und dann kommt direkt der nächste Stein. Den habe ich vorne an die Seite getan. Da muss man manchmal ein bisschen drehen und wenden, gucken, dass es zusammenklemmt, dass man später eben seine Erde reinbringen kann. So, das schaut doch schon mal ganz gut aus. Ein bisschen festdrücken noch. Und dann muss man noch gucken, dass man ein paar kleine Steine da irgendwie reinbekommt, um Löcher oder irgendwelche offene Stellen zu flicken. So. Nun passt das Layout. Ich finde es ganz cool schon mal so. Jetzt können wir anfangen, den Boden vorne etwas platt zu drücken. Da soll das schmale Moos dann drauf. Ist manchmal ein bisschen aufwendig und man muss auch ein bisschen aufpassen, dass man nicht seine Steine umschmeißt, so wie hier gerade. So, das sieht doch schon mal ganz cool aus. Außer dass das Glas so ein bisschen den Blick verschleiert, finde ich die Tiefenwirkung schon mal ganz cool. Da kann man oben schon mal relativ gut sehen, wo das höhere Moos positioniert werden soll. In dem hinteren Bereich können wir jetzt schon mal anfangen, etwas Walderde reinzufüllen. Das macht schon mal die Steine etwas fest. Ich kann auch ein bisschen was verrücken. Und ich kann sehen, wo noch etwas nach vorne rausfallen könnte. Das stopfe ich auch relativ fest. Ist ein bisschen wehleidig mit der Pinzette das zu machen. Die Erde bleibt die ganze Zeit an der Pinzette hängen. So, das auch noch. Den hinteren Teil stopfen wir jetzt mit dem hinteren Teil der Pinzette ein bisschen runter. Ist ein bisschen nervig, das mit der Spitze zu machen. So, dann packen wir uns das große Moos. Das hätte ich gerne auf der Rückseite, damit da so ein kleiner Wald ist. Das muss ich erstmal ein bisschen zurechtzupfen. Den Dreck, der da noch so dran ist, wegmachen. Ein bisschen formen, sowas brauchen. So, die Wurzeln stecke ich jetzt hinten rein. Relativ vorsichtig, damit ich die Pflänzchen nicht verletze. So. Mit der Pinzette nochmal vorsichtig nachdrücken. Ich denke, es ist wichtig, dass da schon ein Kontakt zwischen Wurzeln und der Walderde darunter ist. Sonst geht es vielleicht kaputt. Naja, ich drücke es auf jeden Fall fest. Schieb es auch ein bisschen zurück, damit unsere Steine noch was zu sehen sind. Dann packe ich mir was Walderde. Da habe ich noch so freie Lücken, die mache ich jetzt noch einmal damit kurz zu. Ich denke, das ist für die Pflänzchen besser. Was meint ihr? So, noch ein bisschen danach. Da vorne muss auch noch was hin. Und wieder festdrücken. Gar nicht so einfach, das alles festzukriegen, so wie ich es haben möchte. Jetzt drücke ich das Moos noch ein bisschen nach. Das hat sich ein bisschen angehoben. Dem Finger noch mal vorsichtig nachhelfen. So, da vorne noch ein bisschen. Na, das gefällt mir da noch nicht so ganz. Da drücke ich das Moos noch mal ein bisschen nach hinten. Ich habe ja extra mit den Steinen etwas getrennt.
Wow, von hinten sieht das ziemlich interessant aus. Ziemlich platt gedrückt auch ein bisschen. Ich hoffe, das geht nicht ein. So, drücken wir noch ein bisschen nach. Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Aber da kann noch ein bisschen Erde rein. Nice. Jetzt noch die einzelnen Krümel von den Steinen runter. Dann schaut das doch schon mal ganz cool aus. So schaut es jetzt aus. Ich finde es schon mal ganz interessant. Ich finde auch, dass die Steine schon jetzt eine coole Tiefenwirkung haben. Jetzt fange ich an, den Boden vorne zu bauen. Dafür habe ich flaches Moos genommen. Das stopfe ich da vorne jetzt so ein bisschen rein. Vorsichtig, damit wir das Moos nicht kaputt machen. Unsere Steine sollen ja weiterhin zu sehen bleiben. Nächstes Stück. Wieder ein bisschen zurechtzupfen. Jetzt relativ vorsichtig mit der Pinzette. Da vorne ist nur so ein schmaler Spalt. Da passen die Finger nicht rein. Mit der stumpfen Seite der Pinzette, beziehungsweise mit der Rückseite. Alles nochmal ein bisschen platt drücken. So oben finde ich, könnte auch noch ein bisschen von dem schmalen Moos. Das stopfe ich da vorsichtig rein. Ich mache jetzt überall, wo noch so Spalten sind, Moos rein. Das gleiche wie vorne. Das wird nämlich nicht so groß wie das andere, hoffe ich, wenn es denn dann alles wächst. Dann sieht das, glaube ich, auch noch einen Tacken besser aus. So schaut das Ganze jetzt aus. Ich habe vorne noch einen kleinen Stock reingetan. Fand ich ganz dekorativ. Da wäre auch noch Platz, um irgendwas anderes reinzustellen. Das Ganze von oben. Da kann man auch so eine ziemlich coole Klippe sehen. Aber ich baue jetzt noch ein bisschen weiter mit Steinen auf. Da noch ein kleiner hin. Auch irgendwie versuchen, ein bisschen festzumachen. Noch ein kleiner. Ja. Kann man machen, finde ich. Dann noch ein bisschen Moos. Da könnte auch noch was Moos hin. Immer Moos. Immer viel Moos. Sehr gut. Da auch noch was. Ich hoffe, das wächst irgendwie mit den Steinen fest. Weiß das einer? Kann das einer beantworten? Schreibt es in die Kommentare. Ich wäre dankbar für das nächste ewige Terra. Den noch raus. Da ist was fest. Ja, das ist gar nicht so einfach, da reinzukriegen. Gucken, ob das Moos das mitmacht. Da noch was. Da kann auch noch was hin.
glaube, ich baue das bis nach oben zu. Also nur in den Steinspalten. Finde ich cooler. Noch da etwas. Die Steine noch ein bisschen zurechtrücken. Und noch was muss. Da an der Seite fehlt noch was Moos. Da habe ich jetzt noch was nachgestopft. Zuerst wieder mit der Spitzenseite der Pinzette. Ja, dieser Stein, der ist leider nicht richtig fest geworden, aber ich denke, das wird noch, wenn da noch ein bisschen Wasser zukommt. So, Leute, jetzt bin ich fertig. Mir gefällt es gut. Ist halt sehr solide. Aber wenn ihr mal was Komplexeres sehen wollt, schreibt es mir in die Kommentare oder ein Themen, ewiges Terrarium, worauf ihr Bock habt halt. Ansonsten würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen oder ein Abo, wäre natürlich richtig geil. Bis bald, euer Cap Kobi.